Dein Blog soll nicht nur schick und modern aussehen, sondern auch auf allen Endgeräten richtig angezeigt werden. CSS und HTML sind aber irgendwie nur kryptische Abkürzungen für dich. Dann ist Divi genau dein Theme. Und das installieren wir jetzt gemeinsam. Hi, ich bin Udo und du schaust So geht Bloggen. Bei einer WordPress-Installation sorgt das Theme für die Darstellung der Inhalte. Divi bietet mit seinem integrierten Page-Builder auch totalen Laien die Möglichkeit, professionelle und individuelle Layouts umzusetzen. Dafür müssen wir es aber erstmal herunterladen und installieren. Und wie das geht, zeige ich dir in diesem Video. Wir begeben uns auf die Seite von Elegant Themes. Das ist der Hersteller von dem Theme. Den Link dazu findest du in der Beschreibung unter dem Video. Und da kannst du dich mal in Ruhe umgucken, was das Theme alles kann und welche Features da beinhaltet sind. Gibt auch ein paar Beispielseiten und so weiter. Würde jetzt den Rahmen von diesem Video sprengen. Wir machen direkt weiter mit dem Download und der Installation. Zum Download klickst du hier auf Join to Download und dann musst du dich für eine Bezahlweise entscheiden. Und zwar gibt es die Möglichkeit, also du kriegst bei beiden exakt das gleiche, aber hier auf der linken Seite ist eine, musst du eine Jahresgebühr bezahlen, also ein Abo-Modell, und auf der rechten Seite hast du ein One-Time, also du kaufst es einmal und kannst es dann benutzen, bis du umfällst. Ich habe mich für diese Variante entschieden, weil ich einfach Abo-Modelle nicht so mag und hier bezahle ich halt einmal die $250, sind umgerechnet je nach Kurs irgendwie 2,20, 2,30 Euro und heißt spätestens nach zwei und ein paar Monaten hat man. Also mit dem jährlichen würde man diesen Einmalbetrag übersteigen. Das Theme ist wirklich super und hat mich einfach überzeugt. Ich benutze das für immer mehr Webseiten, sowohl meine eigenen als auch die von meinem Kunden, und stelle auch nach und nach meine alten Webseiten, die noch nicht darauf laufen, darauf um. Und deswegen habe ich mich einfach für diese One-Time Bezahlung entschieden. Musst du aber selbst wissen, ob du diese oder jene Variante bevorzugst. Den Kaufprozess selbst kann ich dir jetzt nicht zeigen, weil ich schon registriert bin, aber schaffst du schon alleine. Also hier einfach die Daten eingeben, ähnlich wie bei Rateboxes im letzten Video, und dann bekommst du einen Account und der sieht dann so aus, also ein Member Area. Und da gibt es den Punkt Downloads. Unter Account findest du dann übrigens auch deine Rechnungen für die Buchhaltung. Und da klickst du dann auf Installing Divi, Download. Und schon wird hier das Theme runtergeladen. Und wir wechseln in den Administrationsbereich von WordPress. Da kommst du hin, haben wir letztes Mal gar nicht gemacht. Indem du einfach deine Domain eingibst und dann /wp-admin hinten dran hängst. Die Zugangsdaten sind die, die du beim letzten Mal bei der Installation eingegeben hast. So, jetzt gehen wir hier unter Design Themes und da sehen wir im Moment die drei Standard WordPress Themes. Die wollen wir nicht mehr haben. Wir installieren aber erstmal unser neues Theme. Und zwar müssen wir das hochladen, Datei auswählen, die ZIP-Datei hatten wir gerade runtergeladen und sagen jetzt installieren. So, nach ein paar Sekunden ist das Ganze hochgeladen und installiert und wir wählen hier die Option aktivieren und schon ist unser Divi-Theme unser aktuelles Theme. Die alten können wir dann einfach der Ordnung halber löschen. Dazu muss man die übrigens einmal anklicken. Es gibt hier keine Möglichkeit, die zu löschen. So, und jetzt ist Divi unser Theme.
Wenn wir jetzt auf das Frontend gehen, dann sehen wir, wir haben hier ein neues, eine neue Optik. Und das ist unser Divi-Theme, was wir dann in den nächsten Videos konfigurieren und auch optisch anpassen. Im nächsten Video kümmern wir uns dann um die Einstellungen, um WordPress und Divi für unsere Zwecke zu konfigurieren. Das war's für heute. Lass einen Daumen da, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere jetzt den Kanal, wenn du mehr erfahren willst, wie dein Blog erfolgreich wird. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss und ciao, ciao.